Auch im April gibt es für PS Plus Abonnenten wieder 2 kostenlose PS4 Spiele. Diesen Monat hat Sony sich da 2 echte Schmuckstücke rausgesucht, die wir euch in unserem Video näher vorstellen wollen. Wenn euch Lords of the Fallen ein Begriff ist, kennt ihr vielleicht auch die Entwickler des Spiels, Deck 13. Die haben im Jahr 2017 The Surge veröffentlicht, ein blutiges Sci-Fi-Action-Spiel, das es faustdick hinter den Ohren hat. Ihr schlüpft in die Rolle von Warren und habt euren ersten Arbeitstag hinter euch. Aber der ist noch lange nicht vorbei. Nach einer Katastrophe, die arbeitsrechtliche Fragen aufwerfen sollte, wimmelt es nur so vor Maschinen. Eure Aufgabe ist es nun, diese Technomonster zu erledigen, Überlebende zu retten und die Geheimnisse der Firma aufzudecken. Dabei glänzt The Surge mit einem starken Kampfsystem mitsamt blutiger Finisher und einem hervorragend eingebauten Crafting. Zwar verbringt ihr oft eure Zeit damit zu grinden, das lohnt sich aber im Endeffekt, da ihr so eure Ausrüstung immer mehr verbessert, um den Aufstand der Maschinen zu beenden. Die Story ist zwar gut, aber es fehlt ihr noch ein wenig an Tiefe. Wer aber so richtig Bock auf ein Sci-Fi Dark Souls von einem deutschen Studio hat, sollte definitiv zugreifen. Von uns hat The Surge immerhin eine 8 von 10 bekommen. Bei Metacritic ist die PS4-Version gerade bei einer 73. Ihr steht nicht so sehr auf das Sci-Fi-Setting? Dann solltet ihr euch eher an Conan Exiles halten. Das versetzt euch zurück zu den Anfängen der Zivilisation, wo ihr aus unbekannten Gründen ins Exil geschickt wurdet. Nur mit einem knappen Lendenschutz bekleidet, müsst ihr euch in der Wildnis zurechtfinden und in einem Land voller Barbaren überleben. Mit dem umfangreichen Crafting-System stellt ihr Waffen, Rüstung, Essen und alles andere her und stellt euch anderen Spielern im Mehrspielermodus oder auch fiesen Bossen in den Dungeons. Ihr könnt euch aber auch mit Freunden online zusammenschließen und eigene Lager gründen oder sogar große bewaffnete Festungen bauen. Die Möglichkeiten im Spiel sind schier grenzenlos. Doch Conan Exiles kommt auch mit Bugs daher und ist ein sich stetig entwickelndes Spiel. Wenn ihr also Lust darauf habt, eure eigene Welt zu bauen und dem Sog nicht widerstehen könnt, ist Conan Exiles auf jeden Fall ein Download wert. Wir haben dem Spiel eine 8 von 10 gegeben, bei Metacritic steht es momentan bei einer 68. Wie ihr seht, sind in diesem Monat 2 sehr unterschiedliche Spiele im Abo enthalten. Da dürfte doch für jeden etwas dabei sein. Wenn ihr mehr über die beiden Titel erfahren wollt, findet ihr die ausführlichen Tests bei uns auf der Website. Ab dem 2. April stehen The Surge und Conan Exiles dann zum Download bereit. Bis dahin könnt ihr euch immer noch die Titel des letzten Monats holen, Call of Duty Modern Warfare Remastered und The Witness. Interessiert euch eines der beiden Spiele? Schreibt uns eure Antwort in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, lasst uns doch ein Abo und ein Like da. Für mehr Infos zu den Spielen besucht uns auch auf pcgames.de.